Jumping Fitness, Training mit Trampolin. E-Sports, Wettkämpfe vor dem Bildschirm. Studiogespräch, wir begrüßen Frau Prof. Dr. Susanne Hähnchen von der Studentischen Rechtsberatung bei uns im Studio. Umfrage, der Uni-Buchladen Lutsche schließt, wie findet ihr das eigentlich? Und der Hochrot Verlag, handgemachte Bücher statt E-Books. Und damit herzlich willkommen zur ersten Sendung von Campus TV im neuen Jahr. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Handball, Schwertkampf, Bogenschießen, Quidditch, diese Sportarten kennt ihr vielleicht schon aus unserem Sportprogramm. Relativ neu mit dabei ist das Jumping Fitness, wo ihr den Winterspeck auf dem Trampolin abschütteln könnt. Mein Kollege Tobias Zehr wollte sich das einmal genauer ansehen und hat sich für euch unter die Leute gemischt. Das Sportprogramm der Uni ist vielfältig und wird stets erweitert. Ich habe die Trainerin Estelle Bayer gefragt, was man für Jumping Fitness braucht. Ganz einfach, Trampolinspringen, aber auf einer kleineren Version mit einer Stange. Und ja, mehr braucht man eigentlich auch nicht dazu. Ich befinde mich heute hier beim Jumping Fitness und ich bin schon gespannt, was mich dabei erwartet. Schon von Weitem kann man die Musik hören und als ich in die Halle komme, sind alle schon fleißig am Jumpen. Ich stelle mich sogleich auf ein freies Trampolin und springe einfach drauf los. Anfangs noch ziemlich unbeholfen, hat man den Bogen relativ schnell rausbekommen und kann sich schnell nach dem Rhythmus der Musik richten. Jumping Fitness beansprucht eine Vielzahl der Muskeln, ist besonders für ein Bauch-Beine-Po-Training geeignet und stärkt außerdem noch Ausdauer und Rücken. Dabei ist es egal, wer diesen Sport ausübt und wie groß das Leistungsniveau ist, denn das Trampolin schont die Gelenke und ist daher nicht nur für besonders athletische oder schlanke Menschen eine gute Möglichkeit, sich zu bewegen. Ich habe aber sofort gemerkt, dass es super anstrengend ist und bin schnell ins Schwitzen gekommen. Ich habe lange auf einem Kreuzfahrtschiff gearbeitet und da gibt es halt immer die neuen Trendsportarten. Das heißt, jeder musste irgendwie was Neues machen und dann habe ich mich dazu entschieden, das Jumping Fitness zu lernen und daher, ja, kommt es. Jumping Fitness ist am schönsten in der Gruppe und man fühlt sich direkt motivierter, wenn man mit mehreren Leuten zusammen zu energetischer Musik springt. Aber nicht nur das. Man wird auch super glücklich, weil extrem viele Glückshormone ausgeschüttet werden. Also der Kurs ist echt super besucht, also die Wartelisten sind sehr voll. Ja, wie man es kennt, natürlich gibt es immer Leute, die nicht kommen, das heißt, es gibt immer Trampoline, die frei sind, aber an sich finden es die Leute attraktiv und daher sind die Kurse sehr voll. Auch gesonderte Bauchübungen sind auf dem Trampolin möglich und können mit dessen Hilfe super leicht ausgeführt werden. Also ich kann nur eins sagen, es ist mega anstrengend. Ich habe den größten Respekt vor den ganzen Mädels, die das hier machen. Weil das geht sowas von auf die Beine und auf den Bauch und einfach der komplette Körper wird beansprucht und ich bin gespannt, ob ich morgen den Muskelkater des Todes haben werde. Also auf jeden Fall eine klare Empfehlung. Und es geht sportlich weiter mit Computerspielen. Zocken und Sport, wie passt das denn eigentlich zusammen? E-Sports nennt sich das Ganze und steht jetzt hoch im Trend. Wusstet ihr zum Beispiel, dass unsere Uni ihren eigenen E-Sports-Club besitzt? Der University Gaming Club Bielefeld besteht schon seit 2015 und meine Kollegin Lisa Schlohmann hat sich für euch dort einmal umgesehen. Gaming ist für viele Studenten reine Freizeitaktivität. Für diesen Club ist es jedoch noch viel mehr. Der University Gaming Club Bielefeld, kurz UGCB, lädt die Mitglieder zum gemeinsamen Zocken und Trainieren ein. Gespielt werden unter anderem League of Legends, Counter-Strike Go und Overwatch. Das Ziel des Clubes, oder besser gesagt das Motto des Clubes, ist es, von Studierende für Studierende.
Wir bieten sozusagen den Studenten hier an der Uni Bielefeld und an der FH die Möglichkeit, Leute zu finden, mit denen sie zocken können. Allgemein ist der Club aufgebaut in zwei Bereiche, einmal dem Casual-Bereich und einmal dem E-Sports-Bereich. Im Casual-Bereich, wie gesagt, geht es einfach darum, am Abend Spaß zu haben, einfach mal ein Game zu spielen und mit den Leuten zu reden, die auch von der eigenen Uni kommen. Im E-Sports-Bereich hingegen ist das Ganze etwas ambitionierter aufgebaut. Wir haben mehrere Teams, die in der deutschen Hochschulliga teilnehmen. Und dort geht es dann halt richtig sozusagen ums Gewinnen. Um sich zu verbessern, wird zweimal die Woche in der Uni trainiert. Die sind verschieden aufgebaut. Man hat taktische Aspekte, man hat einfach skilltechnische Aspekte und dann aber auch kommunikative Aspekte. Das heißt, man muss lernen, das Team sozusagen kennenzulernen, man muss miteinander auskommen, man muss die richtigen Äußerungen tätigen und dann halt noch halt seine eigenen Kenntnisse abrufen. 2017 gewann das League of Legends Teams des Clubs die deutsche Unimeisterschaft. Inzwischen haben die Bielefelder Unigamer sogar ein eigenes Angebot beim Hochschulsport. Strategie und Coaching stehen dabei im Vordergrund. Das Training ist in zwei Teile unterteilt. Der erste Teil ist im Prinzip Theorie- bzw. Strategie-Coaching. Der zweite Teil ist Live-Coaching und Replay-Coaching. Der erste Teil findet so statt, dass wir uns ein Video von irgendeinem Profispieler angucken, uns fragen, weswegen er gewisse Spielzüge macht und warum er gewisse Gegenstände baut. Und ja, das wiederum setzen wir dann im zweiten Teil um. Die Spieler in meinem Kurs, die spielen dann ein Spiel gegeneinander und währenddessen gehe ich als Coach im Prinzip im Raum rum und coache die über die Schultern. Wer so Lust hat, in Gemeinschaft zu spielen oder sich in Wettbewerben zu beweisen, kann jederzeit mal beim UGCB anklopfen. Und wenn ihr euch also fragt, wieso ihr da mitmachen solltet, hier kommt die Antwort. Weil es einfach Spaß macht. Und wenn ihr jetzt Lust habt mitzuzocken, der Club trifft sich zweimal die Woche und ist immer auf Facebook erreichbar. Unsere Uni kann sich ja nicht nur mit einem breiten Sportangebot sehen lassen, sie ist auch in Sachen Beratung immer für ihre Studierenden da. Bei uns ist im Studio heute Frau Professor Hähnchen von der studentischen Rechtsberatung. Frau Professor Hähnchen, ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Ja, danke schön. Was verbirgt sich denn hinter der studentischen Rechtsberatung? Ja, das ist ein Projekt, in dem Jurastudierende, Studierende anderer Fakultäten oder auch manchmal Jurastudierende, die nicht so richtig Bescheid wissen, bei rechtlichen Problemen unterstützen und beraten. Das heißt, wenn jemand beispielsweise im Internet was bestellt hat und nicht mit der Sache zufrieden ist, es aber Probleme gibt und er weiß nicht so genau, was er tun soll, oder es gibt Probleme mit dem Mitbewohner zum Beispiel oder ähnliches, also eher kleinere Alltagsstreitigkeiten, dann kann er oder sie sich, also sofern Studentin der Universität Bielefeld, sich bei uns melden und dann werden diejenigen beraten. Und wie genau sieht dann so eine Beratung aus? Es gibt zwei Termine. Also vorher müssen wir eine kurze Schilderung bekommen, worum es eigentlich geht, damit wir beurteilen können, ob der Fall für uns geeignet ist. Und im ersten Termin müssen dann die Fakten geliefert werden, vielleicht Kopien mitgebracht werden oder ein amtliches Schreiben oder worum es geht. Ein Bußgeldbescheid kann das ja auch zum Beispiel sein. Und im zweiten Termin erfolgt dann die eigentliche Beratung. Dazwischen haben unsere Studierenden Zeit, sich das zu überlegen. Das wird auch betreut von Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälten. Also das ist hochprofessionell und die Qualität ist gesichert der Beratung. Ja, und von daher, wir suchen tatsächlich auch Fälle. Also wir sind daran interessiert, dass sich gerne auch Studierende der Universität Bielefeld an uns wenden. Wie sieht das denn auch aus? Dürfen sich nur Studierende bei Ihnen melden oder auch Angehörige von Studierenden? Nein, wir beraten grundsätzlich nur Studierende. Da haben wir auch schon Anfragen gehabt, aber das wächst sich dann auch sehr schnell aus. Wir wollen ja auch nicht in erster Linie auf dem freien Rechtsmarkt unterwegs sein. Und wenn dann plötzlich die Eltern von einem Studierenden ein Haus haben und Stress mit dem Mieter, das überschreitet völlig unsere Möglichkeiten. Wir wollen keine Konkurrenz zu den Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälten vor Ort sein, sondern wir sind froh, dass die, insbesondere der Bielefelder Anwaltverein, mit uns zusammenarbeitet und uns da wirklich sehr toll und ehrenamtlich unterstützt. Ja, aber es soll wirklich für Studierende der Universität ein Serviceangebot sein.
Und als Jurastudierender, wie kann man denn dann bei Ihnen mitmachen? Ja, das ist eine ganz normale Lehrveranstaltung. Man kann die sogenannte Schlüsselqualifikation erwerben. Und der Sinn, der dahinter diesen Schlüsselqualifikationen steht, ist, dass man auf die Berufspraxis auch besser vorbereitet wird. Nicht nur in theoretischen Veranstaltungen, sondern dass man eben zum Beispiel auch Rechtsberatung lernt. Und das ist tatsächlich ein sehr gern angenommenes Angebot. Also wir haben da haben wir wirklich keine Probleme mit der Nachfrage. Frage. Das machen wir sehr gern und das wird auch gern angenommen. Sie haben ja auch ein neues Projekt CariLaw ins Leben gerufen. Inwiefern unterscheidet sich das denn von der studentischen Rechtsberatung? Ja, CariLaw findet grundsätzlich nicht in der Universität statt. Also es sind zwar Jurastudierende, die da beraten, aber es findet in der Stadt Bielefeld statt. Das ist eine Kooperation mit der Caritas und da werden gerade Menschen, die sich aus sozialen oder persönlichen Gründen in einer schwierigen Situation befinden und auch Hemmungen haben, beispielsweise zum Rechtsanwalt zu gehen, beraten. Dann bedanke ich mich ganz herzlich bei Ihnen. Wir wünschen unseren Studierenden natürlich keine rechtlichen Probleme, drücken Ihnen aber die Daumen für ganz viele spannende Aufträge. Ja, Dankeschön. Dankeschön auch. Vielleicht habt ihr es schon gehört. Der Buchladen Lutsche bei uns in der Unihalle muss schließen. Leider bleibt die Kundschaft aus. Wahrscheinlich bestellen wir dann doch viel zu gerne im Internet. Was ihr von der Schließung haltet und welche Vorschläge ihr für die Ladenfläche habt, das seht ihr jetzt. Schließt die? Ich habe da gerade was eingekauft. Nein! Die sollen nicht schließen. Nein, man braucht das immer so eine Buchhandlung hier. Das war schon praktisch, wenn also hier in der Uni zu haben. Ja. Also konnte man mal gut Zeit verbringen zwischen Veranstaltungen, wenn man eine halbe Stunde hatte. Der war halt schon immer da. Und wenn man mal schnell ein Buch brauchte und irgendwie nicht bei Amazon oder so bestellen wollte, konnte man hier rein. Und finde ich echt schade, dass der zumacht. Zumal die Post dann natürlich raus ist und die Post eigentlich meiner Meinung nach der Hauptgrund war, für mich da reinzugehen. Buchhandlung an sich finde ich jetzt nicht so schlimm. Ich finde es beschissen, aber es war mir klar, dass das irgendwann kommt. Ach, die schließt? Das wussten wir noch gar nicht. Mich stört's nicht, weil ich leihe eh mal alles in der Bibliothek aus. Ist mir egal. Eigentlich ist es mir relativ egal, aber ich habe da meistens meine Uni-Bücher gekauft. Und ich finde es ziemlich doof, weil ich halt einfach das Angebot an Büchern hier ganz interessant finde, besonders halt auch englischsprachig. Deswegen finde ich das echt traurig, dass es so macht. Habe aber auch gerade erst davon erfahren. Deswegen vielleicht häufiger mal wieder hingehen wäre eine gute Idee gewesen. Ich glaube, das sollte bleiben. Und wenn es nicht irgendwie finanziert wird, dann müsste man privat Leute finden, die es unterstützen. Ich würde bis zu 5 Euro im Monat spenden. Ja. Ich enthalte mich. Ich habe gehört, dass es jetzt eine Marktlücke für Buchläden gibt. Deswegen finde ich eine gute Idee, wenn da direkt wieder neuer reinkommt. Ein neuer Buchladen mit denselben Besitzern. Ich fände eine Eisdiele cool, ehrlich gesagt. Irgendwas zu essen. Ein anderes Restaurant. Vielleicht noch ein Dönerladen. Besseres Dönerladen. Also die Chinesen Running auch nicht Sushi schlecht. Bar vielleicht. Das ja, genau. Cool. Also wir haben zwar viel zu essen, aber McDonald's wäre natürlich nochmal so ein... Das wäre natürlich nur mal cooler. So eine Unikneipe wäre eigentlich auch ganz cool. Ja, wenn die Poststelle hier auch wegfällt, die Poststelle vielleicht. So ergänzend zum Eddie so ein Drogerieladen. Ein weiterer Theaterraum. Ansonsten Sexshop, ja. Aber wir sind jetzt, das ist eigentlich eine wichtige Frage. Ja, nein, ich bin für den Buchladen. Also ich finde den Buchladen geil, also sollte der bleiben. Lassen wir uns also überraschen, was in Zukunft die Ladenfläche einnehmen wird. Vielleicht wird es ja ein neuer Buchladen, den wir dann hoffentlich mehr zu schätzen wissen werden. Dass die Begeisterung für Bücher an dieser Uni noch nicht ganz ausstirbt, das zeigt uns der Hochrot Verlag. Dort werden Bücher nämlich noch per Hand hergestellt. Meine Kollegin Danina Esau hat sich das einmal für euch angesehen. Drucken, schneiden, kleben und stanzen. Fertig ist das Buch. Der Hochrot Verlag an der Uni Bielefeld produziert alles per Hand. Also wie man sehen kann, passt unser ganzer Verlag in diesen Schrank. Da ist der Drucker, unten die beiden Schneidemaschinen, hier oben das Papier. Noch weiteres Papier und damit sind wir wahrscheinlich der kleinste Verlag, vielleicht der Welt. Hochrot ist ein europäisches Verlagskollektiv, das sich der Publikation von Lyrik widmet. Neben Dependancen in Berlin, Leipzig, Paris und Wien gehört seit letztem Jahr auch Bielefeld dazu. Wir haben als Gruppe von Studierenden hier an der Uni Bielefeld schon länger Buchprojekte gemacht, haben Sachen übersetzt, haben bei der Publikation von Projekten geholfen. Speziell mit einer Dozentin, die letztendlich auch zuständig war und den Kontakt hergestellt hat zu Hochrot. Hochrot hat eben noch nach neuen Standorten gesucht
Und ja, wir waren sehr interessiert, weiter an dieser Arbeit an Büchern und wie Bücher entstehen, weiterzumachen. Die Dependancen arbeiten unabhängig voneinander und dürfen das veröffentlichen, was sie als literarisch wertvoll empfinden. Hochrot Bielefeld beschäftigt sich vorrangig mit mehrsprachiger Minderheitenliteratur aus Skandinavien. Dadurch, dass wir eben nicht kommerziell arbeiten, können wir eben auch so Nischenliteratur bedienen, wie samische Gedichte. Da ist es natürlich so, es gibt nicht viele samische Autoren, es gibt noch weniger samische Übersetzer und die Leserschaft ist demzufolge auch nicht gerade groß. Und dadurch, dass wir das eben auf ehrenamtlicher Basis machen, ist es uns möglich, dass wir auch kleinere Literaturen produzieren können. Auch für ihr nächstes Projekt hat sich der Independent Verlag eine samische Lyrikerin ausgesucht. Sabira Stolberi, die in ihrem Gedichtband Polyglorica mehr als 20 Sprachen verwendet. Für die anstehende Lesung mit der Autorin müssen noch viele Bücher produziert werden. Die Veranstaltung ist gut besucht. Gelesen wird natürlich auf vielen verschiedenen Sprachen. Blond, bleekt. Kamera, büyük. Jeans, regie. Auch am Büchertisch herrscht Andrang. Die handgefertigten Hefte erfreuen sich großer Beliebtheit. Es scheint zu funktionieren, auch ohne E-Books. Und wir hatten auch keine Lust auf E-Books, weil man das nicht wirklich dann auch verkaufen kann mit Kundenkontakt. Und wir fanden einfach die Machart, das dann in kleiner Auflage auch selber zu machen, das fanden wir einfach eine coole Herausforderung. Und wie ihr gesehen habt, braucht man nicht wirklich viel am Anfang. Und ja, es ist halt ein kleines Kunstwerk und jedes Buch ist auch ein Unikat, was wir machen. Die alternativen Formen des Publizierens und Vertriebes haben dem Verlag trotz des Digitalisierungstrends auf dem Büchermarkt nicht geschadet. Im Gegenteil, Hochrot Bielefeld bekommt regelmäßig Manuskripte zugeschickt und ist für das nächste Jahr voll ausgelastet. Weitere Informationen zum Verlag findet ihr entweder im Fachsprachenzentrum oder auf hochrot.de. Jetzt sind wir schon wieder am Ende unserer Sendung angelangt. Ich wünsche euch für die anstehende Prüfungsphase viel Erfolg, ganz entspannte Semesterferien und nehmt ruhig mal wieder ein bisschen Literatur zur Hand. Und solltet ihr den Kopf doch mal wieder freikriegen wollen, ein bisschen Sport hilft da bestimmt. Tschüss!